Hi Leute, was geht ab? Krypto Marco hier mal wieder mit einem ganz tollen und neuen Video über das Thema Kryptowährungen. Die Währung, bei der ein loyaler Bankberater von nebenan, die von einem Kauf abgeraten hat, weil er meint, dass das Sparbuch eine bessere Idee ist. Heute möchte ich dir zeigen, wie du deinen ersten Bitcoin kaufen kannst, beziehungsweise einen Teil davon, denn ein Bitcoin ist ganz schön teuer. Aber ich freue mich, dass du hier bist. Wenn dir das Video gefällt, lass ein Like da oder abonniere meinen Kanal, wenn du mehr Videos sehen möchtest. Check auch gerne die anderen Videos ab. Und kannst auch gerne einen Kommentar hinterlassen, denn das Coole ist, unter jedem, der kommentiert und seine Bitcoin-Adresse hinten dran lässt, verlose ich einmal pro Woche am Sonntag einen kleinen Geldbetrag in Form von Bitcoin. Das bedeutet, diese Woche hast du, kannst du am 19. was gewinnen, danach am 26. und so weiter, bis ich sterbe. Und ja, viel Glück dabei. Also wir sind hier auf Coinbase. Das ist so der meistverbreitetste Anbieter, der sich eher an Neulinge richtet, weil die Oberfläche sehr unkompliziert ist. Also hier kann man eigentlich nur kaufen und verkaufen und das war's im Prinzip. Diese Einfachheit kommt aber auch mit einem gewissen Preis, denn die Gebühren auf Coinbase sind im Vergleich zu anderen recht hoch. Aber das soll sich hier wirklich nur an Einsteiger richten. Deshalb werde ich dich hier so gut wie möglich erklären, wie du das Ganze schnell und schmerzfrei über die Bühne bringen kannst. Ich habe schon ein Video darüber gemacht, wie man sich auf Coinbase registriert. Das kannst du jetzt gerne anschauen. Als Deutscher muss man da einige Daten eingeben, also Ausweisrechnung und sowas. Aber das ist eher eine gute Sache, denn die Anbieter, die nichts haben wollen, die sind eher die Gefährlichen, die Datenschutz und ja, Absicherung gegen Betrüger nicht ernst nehmen und deshalb ist Coinbase definitiv einer der seriösesten Anbieter im Markt. So kaufst du deinen Bitcoin. Also Schritt 1 ist einfach nur auf Kaufen klicken. Schritt 2, du suchst dir die entsprechende Währung aus. In diesem Fall Bitcoin ist schon ausgewählt. Ich habe momentan 50 Euro in meinem Wallet. Also wenn ich hier 50 eingebe, dann siehst du, ich kann mir dafür 0,00838853 Bitcoins kaufen, davon sind allerdings 1,99 Gebühren, also schon recht happig. Wenn ich dann den Kauf tätigen will, einfach nur auf Sofortkauf von Bitcoin klicken, danach den Kauf bestätigen und das war's. Ziemlich cool, ziemlich einfach. Ja, ich denke mal, ich habe da nichts mehr hinzuzufügen. Also so schnell kann man beim Club der Kryptowährungsbesitzer dazugehören. Wenn dir das Video gefallen hat, lass doch bitte einen Like da. Ansonsten abonniere meinen Kanal, wenn du mehr sehen möchtest. Kannst auch gerne kommentieren und beim Gewinnspiel mitmachen. Einfach nur die Bitcoin-Adresse hinten dranhängen und du machst automatisch mit. Also in diesem Sinne herzlichen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Tschüss.